Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. So. So, mit was wollen wir mal anfangen? Oder sollen wir einfach jedes Pack ausspielen? Wir spielen jedes Pack aus, scheiß der drauf, ne? Ja, hopp. Nach der Reihenfolge. Ne, wir fangen hier mit 8 seltene 82er an. Ach, warte. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Fangen wir an. Ja. Wir können Draft Token beim ersten Runde. Ja, interessiert immer noch die Knappe. Ja, hau rein. Hau rein. Draft Token wird verwendet, ne? Für das erste. Wie viel steht's denn da eigentlich? 1-1 noch? Das Spiel ist auch fertig. Es ging 2-1 für Belgien aus. 2-1? Ja, aber also krank. Haben die es noch gedreht? KDB 1 vorgelegt, ne? Und 1 selbst gemacht. Maschine, ne? Und ja, aber die hätten Braithwaite hat aufgedreht. Krass, dass ein Defibrillator. Ah, da wollte ich noch fragen. Ich hab's richtig gesagt, was ist ein Defibrillator und was ein Herzschrittmacher? Ein Defibrillator sitzt doch da drin und tut die Herz, also wenn quasi der Herz aufhört, in Takt zu schlagen, setzt der Defibrillator ein und pusht es wieder in den Rhythmus rein. Das ist korrekt, ja. Also resettet das Herz, das ja, ist wieder ja. Ein Rhythmus. Ein Herzschrittmacher ja. Hatten wir vorhin gehabt, der tut aufpassen, dass das Herz ausschlägt. Genau, ne? Und ein Defi tut ja, wenn es aus. Der Defi, wenn es ja aushält, gibt es wieder einen Hammer, ne? Genau, und dann läuft es wieder rund. Ich hab mein Handy nicht da. Schick's dem Simon mal kurz. Ich guck mal, dass ich mal einen Draft hier hinkrieg. Alter, was ist denn hier jetzt schon wieder los? Warum sind die Draft so scheiße? Digga, wir lassen die Klima heute Nacht auf durchlaufen. Ja, ne? Safe. Safe. Ich habe das Gefühl, die bringt gar nichts. Das kann doch gar nicht sein. Ich merke hier nichts. Null. Das kann doch aber nicht sein. Daheim die Splitgeräte ballern direkt die Hitze runter. Oh, ich muss mitnehmen, Jungs. Nee, Teambau haben wir noch nicht gemacht. Niklas Sommer hat sich geoutet. Was? Ja, Willi. Warum heißt er dann Willi? Keine Ahnung. Aber. Ich hab gedacht, der heißt Willi Sommer. Nein. Oder bin ich jetzt falsch? Niklas Wilson Sommer. Stimmt nicht, das ist verarsche, ja. Ah, Niklas Wilson Sommer, okay. Was brauche ich denn aber hier? Boah, Robertson wichtig. Wichtig, der Robertson. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Klima bringt gar nichts. Ich weiß aber nicht, warum. Die da vorne steht auf 18 Grad, wir haben 31 Grad. Ja, kann doch nicht sein. Full Premier League wie immer. Wenn du halt ein bisschen was kannst, ne? Du bist so warm. Ja, allein ging es jetzt die ganze Zeit. Es muss immer einer raus. Einer muss immer raus. Was haben wir hier? Belgien, da ist auch nix. Scheiße, es wird eng bei mir. Oh, ganz wichtig. Ja, bringt aber auch nichts hier, ne? Es wird eng. Wird ganz eng. Wird ganz eng. Hä, wieso bringt das denn nichts hier? Ja, Torwart ist halt lost bei mir, ne? Ja, Digga, die Aktion von Frankreich mit der Übergabe vom Pokal war komplett lächerlich, aber der Simon bestimmt auch schon gesagt hat. Ja, aber konnte man dann ändern, ne? Ist halt so dann. Höhere Mächte. Pff, schlechter Draft, ne? Aber mehr geht halt nicht. Alles noch was, wenn ich den hier noch reinbringe? Boah, wirklich voll Premier League, Alter. Fress meinen Schwanz. Bringt nix. Wie habt ihr den Flitzer wahrgenommen? Wir haben ja erst gedacht, das wäre irgendwie noch was Offizielles. Scheiße, Neuner. Bis zu seinem Absturz. Ja. Scheiß Greenpeace. Auch weil ich aber wundere, dass er überhaupt so easy da reinfliegen konnte, weil eigentlich ja Luftraum beschützt. Ja, hast du das gelesen heute? Nee, hab ich nicht. Angeblich waren die ja kurz vorm Abschuss. Scharfschütze hatten im Visier gehabt. Laber nicht. Ja. Hat angeblich der doch, oder? Der Politiker von Bayern irgendwie hat es doch bestätigt, ne? Dass drüber gesprochen wurde, aber dann haben die Greenpeace erkannt, aber was ja eigentlich auch ziemlich schwachsinnig ist, weil ich meine, ein Terrorist hätte sich auch als Greenpeace tarnen können und reinfliegen können, ne? Also überleg mal, wenn so einer reinfliegt mit einer Bombe, ist vorbei. Ja, hätten sie abschießen, also ne, hätten dann schießen müssen dann. Rein theoretisch hätten die den eigentlich wirklich wegbollern müssen, ne? Ja, was als ob. Ja, wie Timo sagt, ne? Weil stell dir mal vor, der Ball wäre eine Bombe gewesen. 189 hatte ich. Rein theoretisch hätten sie wegballern müssen. Du hast Token genommen, ne? Ja, wir müssen Token nehmen. Ah, Greenpeace hat sich mit der Polizei in Verbindung gesetzt wohl. Die haben im TV gesagt, dass nicht schießen
Und es war nichts Offizielles. Die Kiddies im Stadion wollen Fußball schauen und GSG 9 Oberst Hubermeier ballert erstmal mit der G22 den Typen vom Himmel. Ja, okay. Wenn du überlegst, ist halt schon riskant, ne? Das ist schon. Vor allen Dingen ist ja asozial so. Keine Ahnung, ich reg mich darüber nicht auf, sonst regen sich wieder zu viel Grüne auf, wenn ich jetzt was sag. Gehen wir hier rein. Maurice, hat mir was denkt ihr? Deutschland gewinnt gegen Portugal, findet Portugal momentan mit einer der stärksten Mannschaften in der EM. Die haben einen krassen Kader. Ja, hä? Man liest kurz zu Nations, was ist denn das? Ich brauche gegen dich keine Schwarz mehr, sorry, ganz ehrlich. Was ist denn los? Maurice kommt in die VIP-Army und also da muss Deutschland Gas geben. Wenn sie so spielen, was ist denn los? Dann wird's nix. So, Tommy hat geschickt. Hä, was ist denn los? Gnabry. Guck mal, was ist denn los? Hä? Was ist denn los? Bleib ruhig kurz. Was für eine Bewertung schätzt du, hat Gnabry gekriegt auf der Seite, wo Tommy geschickt hat? 5. 6. Ja. 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 Richtig. Berührungen 36. Großchance vergeben 1. Angekommene Pässe 21. Wichtige Pässe 1. Flanken 0. Lange Pässe angekommen 1. Zweikämpfe am Boden 7. 1 davon gewonnen. Gewonnene Luftzweikämpfe 1 von 1. Ne? Ballverluste 8. Fouls 1. Geklärt 1. Geblockt 0. Tackles 1, vorbeigetribbelt an einem. Und das als Stürmer, vorbeigetribbelt an einem, 1. 6 Sätzen und nachsitzen. Mach ich im Schlaf. Dribblings 4, davon Erfolg, mit Erfolg 0. Hat sich beim gegnerischen 16er ein bisschen. Guck mal, da hat er geparkt. Ja. Hey, was ist das da vorne, was du da baust? Hä? Ist so easy, ich weiß gar nicht, warum es ist Spanien. Widerlich. Simon, voll Premier League, Timo, voll Icon. Vorbeigetribbelt an, er wurde ausgetribbelt. Der hat er wieder schafft. Kann Timo mal nicht in einem Icon Discard Battle so abliefern? Ja, das würde ich mir auch wünschen. Das ist auch wieder 4-2-3-1, haben sie das geändert, das System. Der Profi. Hast aber auch Karten gekriegt. Thibaut, machst du weiter, dann wird es vielleicht der Weltrekord. Was ist Weltrekord? Aber jetzt wird es wirklich kälter, ne? Digga, was ist... Was, Männers! Hä? Kannst gar nichts, ne? Du bist asozial peinlich. Gosens. Berührungen 76, angekommene Pässe 81%. Quatsch. Wichtige Pässe 2, Flanken angekommen 3 von 2. Aber da sieht man ja, guck mal, er hat im ganzen Spiel 3 Flanken gemacht. Lange Pässe 4, davon angekommen 2. Schüsse aufs Tor 0, Schüsse neben das Tor 0-0-0, Zweikämpfe am Boden 4, davon gewonnen 0. Gewonnene Luftzweikämpfe 1, Ballverluste 16. Aber war besser, Mann! Bester Mann! Großes Bester! Ballverlust ist 16, Fouls 2. Ein Ball geklärt. Null Tacklings. Was wollt ihr mir erzählen, Digga, als Linksverteidiger? Ich fress meinen Schwanz, wer sagt, dass der gut war? Ja, das ist. Ja, das ist. Also die Statistik spiegelt es, ne? 3 Flanken davon angekommen, 2 Stück. Aber Digga, 3 Flanken als ein Außenverteidiger ist verdammt wenig. 3 von 2. 3 Flanken hat er geschlagen. Davon kamen 2 Flanken an. 2 von 3. Ja, 2 von 3. Ja, Digga, ich hab hier 191. Krank. Nein, 2 von 3. 3 geflankt, 2 angekommen. Abgefangene Bälle, wie viel schätzt du? Von wie viel? Also das steht da drin. Ein abgefangener, also ein Ball abgefangen als Linksverteidiger. Aber war bester Mann. Du kriegst ein Pack? Ja, mach das mit Schmutzpack. Oha, da sind deine Packs. Welche hab ich denn? 82er hast du jetzt. Das hier drüben? Ja, das hascht. Hopp, rein da. Das hascht. Icon? Das ist ziemlich weiß, aber ist keine Icon. Hey! Wir waren! Ich glaube, der war schon untauschbar. Ah, nee. Maschine. Mhm.